Und hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, endlich mal etwas Holz einzusammeln und auch damit, wie wir hier irgendwie ein bisschen effizienter an Holz kommen. So, und dabei hat sich ergeben, wir nehmen einfach die Tannen oder Fichten oder was auch immer das sein soll und machen daraus einfach Holz, weil die einfach viel mehr Holz geben. Ist zwar das dunkle Holz, aber da es hier noch nicht mehrfarbige Holzdielen gibt, spielt das vollkommen gar keine Rolle, auch wenn ich das schwarze Holz so abgrundtief hasse. Muss man aber zugeben, dass es einfach mehr gibt, mehr Holz. Weil die Bäume durchschnittlich einfach größer werden. Es kann auch hier mal einen Pinf geben, aber in der Regel werden die hier einfach größer. So ist da oben etwa eine Holz, ein Treelock. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, da leiden. Du, di, di, du, di, di, du, du, di, di, okay, nicht. Gut, dann geht's weiter. Nächster Baum. Und zack. Und zack. Ei, schon besser. Siehst du, das ist so ein kleiner Baum, wie ich gesagt habe. So, und dann machen wir hier den alten Trick, den ich das erste Mal, ja, zugeben muss, bei Gronkh gesehen habe. Lag aber auch daran, dass ich mein erstes Minecraft-Display bei Gronkh geschaut habe. Also nicht, dass ihr jetzt hier wieder was Falsches denkt. Einfach ein Holz stehen lassen, damit man auf die anderen kommt. Ganz praktisch, pragmatisch und einfach. Und logisch, wenn man eigentlich drüber nachdenkt. Aber, naja, ich und Logik. Nein, eigentlich, ich hau die immer selber rum, das nervt voll. Nächster Baum. Oh. Man darf also nicht zu nah an diesen Dingern stehen. Ne, dich haben wir gesagt, lassen wir stehen, so. Und dann... Oh, nee, nee, oh nee, war das nicht schlecht, oh nee, ne, war richtig kacke, ne, gab ja gar kein Holz. Aber immerhin wieder ein paar Setzlinge, wobei ich eigentlich finde, dass vom also Modeling, also so vom Charaktermodell finde ich eigentlich Tannen doch die schönsten, oder Fichten oder was auch immer, das sind einfach die schönsten Bäume, weil man dort einfach die meisten Formen rauskriegt. Das finde ich einfach cool. Bei diesen Eichen oder Birken kriegst du einfach immer nur die gleiche Scheiße raus und hier, da kriegst du wirklich ganz schön viele Formen raus. Ich meine, klar, ja, weiß nicht warum, aber hätten sie irgendwie so andere Formen auch bei den anderen Bäumen einbauen können, fände ich irgendwie schnieke. So, und dann hier noch ein bisschen Holz einsammeln und wieder hinsetzen. Und dann schauen wir mal, dass wir den hier ein bisschen frei kriegen. Weil anscheinend, zumindest schien es mir gerade so, wenn die nicht genügend Platz haben, werden die auch nicht groß und wachsen nicht über sich hinaus. Was wir aber wollen, weil wir wollen ja große Bäume haben, die viel Holz liefern. Eieiei, das kann ja spaßig werden, hier das Holz zu sammeln. Aber wir müssen das Holz sammeln und ja, ich mache nichts offscreen, noch nicht. Nee, offscreen finde ich immer blöd. Man cheaten kann ich ja gar nicht zur Zeit, also geht ja gar nicht mehr. Weil, wie gesagt, IMCP Edit gar nicht mehr funktioniert. Aber, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann mal eine einfache Möglichkeit... Scheiße. Nein! Ach, egal, machen wir es jetzt so. Guck her. Springen hier hoch und machen den einfach kaputt. Dass es irgendwann eine einfachere Möglichkeit gibt, das HTC One X Plus zu routen, und wenn dem dann irgendwann der Fall ist, dann werde ich mir einfach die Welt hier vom iPad auf mein Handy rüberziehen und dann wird auf meinem Kanal in Zukunft statt. Ja, super, Jokers, super, du bist ein Genie, super, setz er denn, klar, und bearbeite die auch noch mit Bohnenmehl am besten. Dann wird mein Kanal nicht mehr German iOS, sondern German Android Let's Plays heißen, ne? Aber apropos, ne, umsteigen, ne, wie findet ihr eigentlich das neue YouTube-Design? Also ich persönlich finde das ja, die Idee ganz schick, dass man jetzt nicht mehr den Kanalhintergrund hat. Mein Freund Drachenbursche sieht das eben ganz anders. Der sagt, ja, das zeigt, es ist total blöd. Ah, goddammit. Dann können wir jetzt aber hier die Erde wenigstens wieder mitnehmen und wieder hinsetzen. Er sagt eben, ja, dann sieht man gegen kleinere Let's Player eben noch mehr unter, was ich überhaupt nicht so bestätigen kann. Weil man ja dann, weil früher konnte man ja auch sehen, wer sich Mühe eben für seinen Kanalhintergrund gegeben hat. Und ich persönlich bin einfach unbegabt in Kanalhintergrund erstellen oder so. Also bei mir sah das dann,
eher aus so Kill Me Please, als ich es einmal versucht hatte. Ich habe es dann immer mit Drachenbursche zusammengearbeitet, weil er da ein bisschen mehr Skill hat als ich. Und jetzt mit dem neuen, das ist ja jetzt richtig cool. Es gibt ja jetzt ein Maß, also wie man es machen sollte. Das sind 2120 mal 1192 Pixel, wenn ich mich nicht täusche, die das haben muss. Und dann wird es eben je nach Plattform, wie man es besucht, also mobil, ja, Desktop klein, Desktop groß und wie auch immer, oder auf einem großen TV, wird das dann eben immer angepasst. Und das finde ich eben sehr cool, weil ich zum Beispiel, der hauptsächlich, der eigentlich nie über einen PC irgendwie auf YouTube gegangen ist, also außer jetzt, wenn er irgendwie mal ein Video hochladen musste, weil es anders nicht ging, ich habe von Kanalhintergründen eben nie was gesehen. Ich habe da irgendwie immer nur so 2 mm Streifen gesehen. Nerv nicht. 2 mm Streifen gesehen, aber ich habe eben nie einen Kanalhintergrund wirklich gesehen, wenn ich nicht gerade irgendwie am PC oder bei jemand anders das vom PC gesehen habe. Und von daher finde ich das cool, dass ich jetzt zum Beispiel auch auf der mobilen Plattform eben jetzt dieses Banner habe, was mir angezeigt wird. Und ich persönlich finde mein Banner, was ich mir jetzt selber hergestellt habe, doch ganz schnieke, ne? Okay, wir haben jetzt schon fast einen ganzen Stack voll. Kann aber noch etwas dauern, bis wir hier genügend Holz haben, ne? Ja, und ich habe mir jetzt eben dann irgendwann mal mit meinem tollen Handy hingesetzt, habe mich da meinen Photoshop Touch genommen, habe mir dann auf umständliche Art und Weise so ein Template erstellt, also dann eben erst ein Bild, was eben die größten Maße hatte, und dann immer kleinere Bilder mit den anderen Maßen reingesetzt, sodass ich das dann praktisch bearbeiten konnte. Letztlich habe ich mich dann doch für nichts Aufwendiges entschieden, weil ich persönlich finde so ganz aufwendige Sachen irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dann auch billig, weil irgendwie, keine Ahnung, sucht man sich zum Beispiel, was weiß ich, irgend so eine Hammer-Cinematic-Abbildung von, sag ich jetzt mal, Captain Shepard raus und dann klatscht man die da einfach rein, macht dann auch irgendwie tolle paar Photoshop-Effekte drüber, klatschen und dann alles, oh, ist das geil, boah, hat der sich dafür Mühe gegeben, und tatsächlich waren das irgendwie nur so 2 Schritte. Und ich habe jetzt bei meinem einfach so einen grünen Kasten genommen, hab dann da einen Schriftzug reingesetzt, sodass jeder weiß, worum es da geht bei meinem Kanal. Und dann dachte ich mir, hey, das reicht, hab dann noch so ein paar Übergangseffekte, damit es nicht ganz so billig aussieht, gemacht. Hab mir dann gesagt, so, das ist jetzt mein Kanal, mein Banner. Wenn man über mobil reingeht, steht dann einfach da, bla bla bla, German iOS Let's Plays by Jokets. So, dann weiß jeder, worum es geht, keine nervigen Bilderchen, keine epileptischen Anfälle durch irgendwelche kranken Muster, LSD, Templates oder was weiß ich was. Und ich finde das persönlich viel besser. Jetzt weiß jeder, worum es geht. Man sieht, ich habe etwas gemacht, aber ja, mehr braucht man nicht. Finde ich persönlich am besten, aber sagt mal, wie steht ihr eigentlich dazu? Wenn ihr einen Kanal habt, habt ihr schon das neue Design? Wollt ihr das neue Design oder sagt ihr, bah, neues Design, hat der Teufel erfunden? Also ich habe gemerkt, es gehen ja die Meinungen so auseinander. Von einigen höre ich auch, ja, das ist total cool, weil jetzt eben überhaupt, also die Zahl der Abonnenten und so immer noch weiter in den Hintergrund rückt. Aber irgendwie ist es doch, ja, also ich meine, es stimmt schon, man muss jetzt extra auf Info klicken, bis man es sieht. Aber tatsächlich sieht man doch auch an den Aufrufen, ob einer jetzt irgendwie, sag ich mal, berühmt ist. Nicht, dass er gut ist, weil zum Beispiel, ich will jetzt keine Namen nennen, also es gibt so einen, ja, ich will jetzt nicht Let's Player nennen, weil Let's Plays macht er nicht wirklich, der macht hauptsächlich Minecraft. Und dieser jemand hat auch eine sehr sympathische Stimme und alles, aber der macht eben dieses, sag ich mal, Mainstream-Minecraft, also nur so Feed the Beast, Hunger Games, Trouble in Mineville und so alles, das irgendwie, was ich finde, was Minecraft eigentlich nicht ist. Oder meinen sie, oder was weiß ich, also diese ganzen oder Supercraft Bros, also ihr wisst schon, diese ganzen, ja nicht Minigames, aber diese, ich also meiner Meinung nach hässlichen Minecraft-Sachen, die meiner Meinung nach in Minecraft eigentlich nichts verloren haben. Und gerade auch durch FeederBeast hat er jetzt eben sehr viele Abonnenten bekommen. Und ich meine, man würde schon sagen, er ist berühmt, weil es kennen ihn viele Leute. Aber deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt seine Sachen als unbedingt hochwertig und toll bezeichnen, weil, keine Ahnung, ich finde irgendwie, Minecraft ist für mich, sag ich mal, was ich mache, was Gronkh macht, was Geldhelfen02 macht, was Debitor macht, was LMP mit Kev macht. Das ist einfach ein Let's Play in seiner Welt spielen und einfach Spaß haben und nicht einfach irgendwie sowas. Also ich persönlich finde, sowas finde ich überhaupt nicht toll und ich schaue sowas auch nicht und ich finde sowas auch richtig scheiße, ehrlich gesagt. Aber anscheinend gibt es Leute, die zum Beispiel gerade die Hunger Games sehr mögen. Ich persönlich war auch mal in einer Zeit, wo ich jetzt den Hunger Games nicht abgeneigt war, aber dass ich sie mögen würde, würde ich jetzt nie behaupten. Hihihi, wachse. So, damit auch noch geklärt.
Und ja, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil eben solche Leute Ruhm bekommen für irgendetwas, was Minecraft gar nicht ist. Eieiei, wie viele Leute haben wir jetzt? Ich glaube, wir können jetzt erstmal wieder runtergehen und ein bisschen weitermachen, ne? Haben wir jetzt erstmal genügend. Was wollte ich hier unten eigentlich machen? Warum habe ich da unten weitergegraben? Keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer. So, du. So, und dann jetzt müssen wir ganz viel Holz herstellen. Aber fangen wir erstmal damit an. So. Legen wir erstmal hier diesen einen angefangenen Stack, den wir noch haben, aus. Ah, aber ich vermisse irgendwie schon so ein bisschen die Texture Packs. Ja. Aber auch nur wirklich ganz ein bisschen, weil man. Warum konnte ich jetzt hier eigentlich nicht weitergehen? Die kann man doch durchgehen. Was für eine Scheiße. Keine Ahnung, also es gibt genügend Texture Packs, aber wie gesagt, die hochauflösenden packt mein iPad von der Auflösung nicht. Und ihr wisst ja noch, als ich zum Beispiel Minecraft hatte oder das Debitor Pack und wie auch immer, dass es dann einfach mega scheiße aussah. Und es werden auch so wenige Texture Packs für Pocket Edition gemacht. Also der einzige berühmte Texture Pack Hersteller, der auch, na gut, regelmäßig nicht, das hat, der hat jetzt erstmal ein paar Versionen übersprungen gehabt, bis es jetzt endlich in der 06 wieder ein Texture Pack gab dafür, war doch tatsächlich Sex, der endlich seinen Sex PUBG Craft für die Pocket Edition für die 0.6.1 geupdatet hat, was ich sehr schön fand, weil ich mag das Texture Pack doch schon ganz gerne. Hier müssen wir jetzt wieder irgendwas ablagern. Ich würde vorschlagen, die Erde. Nee, das Holz nicht. Nee. Aber dich? Dich nehmen wir wieder mit. Sollen wir noch irgendwie Erde oder so? Nee. Gut, weiter geht's. Und, aber ansonsten zum Beispiel Honeyball, Minecraft, nö. Also ich meine, ich kann verstehen, dass sie viel Stress hat und so, aber es ist wirklich nicht schwer, ein Texture Pack jetzt für die Pocket Edition zu optimieren, gerade wenn man so viel Übung hat. Ich meine, mir ist es jetzt eigentlich mittlerweile zu viel Aufwand und ich habe einfach nicht so wirklich die harten Skills, um das jetzt professionell zu machen. Ich habe ja auch zum Beispiel das Debitor für die 05 gemacht, was der benutzt hat oder andere Sachen. Es ist möglich, das zu optimieren, aber für mich, der einfach nicht so die Skills hat, ist einfach ein Mordsaufwand und für dieses, glaube ich, einfach nicht mal eine halbe Stunde Arbeit habe, muss ich auch ehrlich sagen, viele PNs geschrieben, wo ich sie auch darauf angesprochen habe, ob sie nicht irgendwie ein Texture Pack für die Minecraft Pocket Edition machen würde, ein Minecraft, weil ich denke mal, ein Großteil meiner Zuschauer und auch ich allgemein finden das Minecraft Texture Pack sehr schön. Und auch andere, also sogar mein lieber Sky7O2 wollte nicht ein Texture Pack für die Pocket Edition machen. Ich habe mich da echt ehrlich drum gekümmert und aber diese Portierungen, also ich meine, danke an die Leute, die es machen, aber die sind teilweise qualitativ minder bemittelt. Also das muss man ehrlich sagen, größtenteils nicht alle, haben die Texture Packs entweder irgendwelche Bugs, die nicht sein müssen. Zum Beispiel habe ich ein Texture Pack, John Smith und Gero Doku und Doku Craft und alles, aber die haben den Bug, dass der Netherrack einfach als fließendes Wasser dargestellt und komplett, also nicht wie beim Redstone irgendwie nur so ein Teil, sondern komplett fließendes Wasser. Und ich meine, schön, wenn ich jetzt irgendwie einen fließenden Wasserblock brauche, aber wenn ich Netherrack haben will und auf einmal sieht es einfach aus, als hätte ich da einfach ein riesiges Wasser, also ein riesigen Wassergebilde, sieht irgendwie auch ungeil aus. Ja, und das ist halt immer das Problem und also auch, ich fände es persönlich viel schöner, anstatt wenn die sich auf ihren Online-Multiplayer konzentrieren, woran sie ja zurzeit arbeiten, dass sie sich endlich mal so auf Texture Pack Support und alles konzentrieren würden oder daran arbeiten oder was weiß ich. Vielleicht machen sie es hier insgeheim und sagen es nur nicht. Aber ganz ehrlich, mir ist ja Online-Multiplayer sowas von egal, weil so wie ich das jetzt gesehen habe, ist es überhaupt nicht so toll, wie man oder wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Wobei ich Minecraft noch nie im Online-Multiplayer gespielt habe. Und ehrlich gesagt, ich will es, ich habe es auch nicht wirklich vor. Keine Ahnung, also Minecraft im Multiplayer irgendwie, dann hast du nur irgendwelche Griefer und mit Freunden zu spielen, da hast du eben den lokalen Multiplayer. Weil mit wem willst du sonst spielen? Und ich persönlich habe Minecraft Multiplayer nie gemacht. Also vielleicht ändere ich meine Meinung, weil ich persönlich lasse mich immer gerne eines Besseren belehren und auch überzeugen, wenn jemand anders mir gute Argumente liefert, dass er recht hat. Also vielleicht werde ich auch irgendwann noch der größte Multiplayer-Spieler on Earth, so, weil ich festgestellt habe, oh geil, Minecraft Multiplayer ist ja doch gar nicht so schlecht, wie man dachte. Aber so, scheiße, ich habe den Part viel zu lang gemacht. Oh Gott, tschüss, bis zum nächsten Mal, verdammt.